Guten Tag, geehrte Medienvertreter. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie ins Außenministerium gekommen sind. Und jetzt beginnen wir die Pressekonferenz von Edgar Srinkevičs und Frank-Walter Steinmeier. Die Sprachenregelung ist Lettisch-Deutsch. Zunächst Herr Srinkevičs hat das Wort. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in unserem Außenministerium. Mit einiger Verspätung, trotzdem heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass mein Kollege Frank-Walter Steinmeier nach Riga gekommen ist. Letztes Jahr konnten wir uns mehrfach während der Präsidentschaft treffen, aber es ist immer wieder eine neue Freude, über unsere bilaterale Zusammenarbeit und andere Fragen zu sprechen. Es gibt viele Sachen, die Herr Kollege schon in Vilna erzählt hat. Wir haben mit großem Interesse die Reaktion verfolgt. Und hier möchte ich mehrere Fragen unterstreichen, die wir besprochen haben. Zunächst möchte ich unterstreichen, dass wir zweifelsohne unseren Dialog mit Deutschland sehr hoch schätzen, insbesondere unter der Beachtung, dass wir dieses Jahr ein Doppeljubiläum feiern, 95 Jahre seit der Gründung der lettisch-deutschen diplomatischen Beziehungen und 25 Jahre seit der Wiederherstellung dieser Beziehungen. Das ist eine wichtige Sache. Außerdem hoffen wir, dass in diesem Herbst es zu den weiteren 3+1 Konsultationen kommen wird, wo wir mehr darüber sprechen können, was wir in den kommenden 25 Jahren verrichten sollen. Ich habe mich auch sehr herzlich bei meinem deutschen Kollegen bedankt für die Unterstützung des OECD-Beitritts. Und wir sind wirklich sehr dankbar für diese Unterstützung. Wir haben natürlich viele Sachen angesprochen, die heute aktuell sind. Zum einen die Sicherheit in der Ostseeregion vor dem Hintergrund der NATO-Gipfel in Warschau. Wir glauben, dass alles sich in die richtige Richtung entwickelt. Letzte Woche haben wir in der Außenministerversammlung der NATO-Minister über die Notwendigkeit, die Präsenz der NATO in der Ostflanke zu stärken und für die Schritte, die dafür unternommen werden müssen. Das heißt, in einem jeden baltischen Staat und in Polen ein Bataillon unterbringen. Heute arbeiten wir an einem erweiterten Konzept dahin. Hingehend. Wir möchten uns herzlich für die deutsche Unterstützung, die wir heute erfahren im Rahmen der NATO, um die Sicherheitssituation zu verbessern und auch für die weitere Zusammenarbeit. Natürlich haben wir auch die Situation über die Minsker Vereinbarung diskutiert. Ich weiß, dass die deutschen Journalisten große Möglichkeiten gehabt haben, Fragen dazu zu stellen, also die Vollzug von der Minsk-Vereinbarung und Sanktionen und so. Was ich unterstreichen möchte für uns, ist die deutsche und französische Rolle im Normandie-Format sehr wichtig. Und wir schätzen das sehr hoch. Diese Arbeit ist schwer und ist undankbar, um zu erreichen, dass die Minsker Vereinbarung zum einen am Leben gehalten wird und nicht nur das, sondern auch maximal mit dem Leben erfüllt wird. Und ich glaube, seit dem Februar des letzten Jahres, als diese Vereinbarung geschlossen wurde, die Arbeit, die von unseren Kollegen in der EU verrichtet wird, soll sehr hoch geschätzt werden, insbesondere, dass unsere Situation sehr komplex ist. Zeitgleich finde ich, wir sind ganz meiner Meinung dahingehend, dass die Diskussion, die vor uns steht und die schon vor sich geht über die Verlängerung der Sanktionen Russland gegenüber, voll mit dem Vollzug der Minsker Vereinbarung zu verbinden ist. Ich glaube, das ist die Position der EU gewesen. Und mein Gefühl ist, dass wir zur selben Schlussfolgerung in unserer Diskussion im Juni kommen werden, dass nur die Durchführung der Minsker Vereinbarung ein Grund für die Neuverhandlung der Sanktionspolitik gibt. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass es Fragen gibt, die auch Ukraine zu lösen hat.
Und es gibt eine Reihe von Sachen, die zu implementieren sind. Wir haben auch die Visa-Liberalisierung von Georgien und Ukraine besprochen. Ich habe gesagt, dass in Anbetracht, dass diese Länder alle Anforderungen erfüllt haben für Visa-Liberalisierung im Rahmen des Rates und des Parlaments, müssen wir vorwärts schreiten. Ebenso haben wir mehrere Fragen besprochen, die auf der Tagesordnung sind und von Aktualität sind. Ich habe unseren Gast nochmals über unsere Sorge informiert bezüglich des OECD-Projekts. Wir haben im Expertenbeirat diese Fragen diskutiert und wir werden die Verhandlungen weiterhin diskutieren. Da wir nicht so viel Zeit zur Verfügung haben und Fragen geben könnte, dann möchte ich zunächst hier einen Punkt setzen und jetzt meinen Kollegen um eine Einleitung bitten. Und ich verstehe, dass hier alles auf Lettisch-Deutsch läuft und wir haben uns darauf geeinigt, sollte eine Frage auf Englisch gestellt werden, dann kann sie auf Englisch geantwortet werden. Ja, vielen Dank und jetzt Herr Bundesaußenminister. Herr Edgar, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier nach Riga. Ich freue mich, zurück zu sein. Das ist jetzt mein 7. Amtsjahr. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr mitgezählt, wie oft ich hier schon gewesen bin. Viele Male sind Freundschaften gewachsen und deshalb bin ich gerne wieder hier. Und gemeinsam haben wir in diesem Raum schon oft zu Journalisten geredet und den jeweiligen Stand unserer Gespräche mitgeteilt, sei es nach bilateralen Treffen oder 3+1 Treffen mit den drei baltischen Staaten. Dieses Mal treffen wir uns in der Tat im 25. Jahr der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen und nicht nur der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, sondern, wenn ich das richtig verfolgt habe, dann war Deutschland auch das erste EU-Land, was einen Botschafter hier in Riga akkreditiert hat, im August 1991. Insofern dürfen wir schätzen, dass wir dieses Jubiläum in diesem Jahr in der Tat gemeinsam begehen. In der 800-jährigen Geschichte, die wir miteinander in diesem Teil der Welt teilen, ist das ein vergleichsweise schmaler, aber doch wichtiger Zeitraum, über den wir dabei reden. Ich habe die 800 Jahre auch deshalb erwähnt, weil uns Ereignisse miteinander verbinden, auf die auch die Zuhörer hier nicht so ohne weiteres kommen. Ich weiß zum Beispiel, dass das Reformationsjubiläum im Jahre 2017 nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Lettland von großem Interesse ist und deshalb zeigt sich an solchen Punkten immer, wie nah wir uns eben nicht nur über Geschichte verbunden sind, sondern auch über Gegenwart. Und das hört nicht auf, sondern ich habe in der Tat zu gratulieren, dass ihr Vollmitgliedschaft bei der OECD jetzt erreicht habt. Und ich darf umgekehrt für uns sagen, dass wir uns natürlich darüber freuen, dass die 25 Jahre diplomatische Beziehungen nicht nur ein formales Ereignis war, sondern dass in diesen 25 Jahren auch ganz jenseits unserer Gespräche als Vertreter der Regierungen etwas gewachsen ist, was schlicht und einfach erfreulich ist. 1000 deutsche Unternehmen, die zum Beispiel hier in Lettland engagiert sind, 22.000 Schüler, wie ich gelernt habe, die in Lettland Deutsch lernen und über das Deutschlernen ja signalisieren, dass sie sich für unser Land, unsere Sprache und unsere Kultur interessieren. Umgekehrt war das auch ein Punkt, über den wir bei meinem letzten Besuch im vergangenen Jahr hier geredet haben. In einer Konfliktsituation hier in Osteuropa und einer Situation hier in Lettland, in der 33% der Bevölkerung russischsprachig sind, etwa 25-26 ethnisch russisch sind. Und wir haben uns in der Tat damals darüber unterhalten, wie können wir von deutscher Seite aus behilflich sein, um journalistische Standards zu verbessern, Professionalität zu verbessern. Ich glaube, das, was wir vor einem Jahr auf den Weg gebracht haben, zeigt Früchte. Und von daher haben wir heute auch zurückgeschaut und
eine positive Bilanz dieses letzten Jahres, diese letzten 12 Monate gemeinsamer Arbeit gezogen. Nicht zu vergessen, dass Teil dieses Abkommens auch war, ganz jenseits von Journalismus, Kooperation im Bereich der beruflichen Bildung. Und der Ministerpräsident hat mir gerade in dem Gespräch erzählt, dass immerhin in 23 von 30 Berufsschulen das duale Modell, über das wir Kooperation vereinbart haben, inzwischen Einzug gehalten hat. Und das ist doch immerhin, finde ich, eine Entwicklung, die sich zeigen lässt. Wir können nicht zusammenkommen, um in diesen Tagen nicht auch über Europa zu reden. Ein Europa, denke ich, das uns aus unterschiedlichen Gründen Sorge macht. Wir haben natürlich nachgezeichnet die für uns alle äußerst anstrengende, für Europa insgesamt schwierige Debatte über Migration, wie schwer es uns gefallen ist, zu europäischen Lösungen zu kommen. Am Ende ist uns das bisher nicht in ausreichender Weise gelungen. Und ich denke, du teilst meine Auffassung, dass uns das deutliche Absinken der Flüchtlingszahl in diesem Jahr, dass uns das die Möglichkeit gibt, vielleicht ohne denselben Druck, den wir im vergangenen Jahr hatten, die Bemühungen noch einmal zu verstärken, zu gemeinsamen europäischen Lösungen zu kommen. Lettland hat sich einem europäischen Approach nicht verschlossen und deshalb bin ich dankbar dafür, dass wir darüber weiter diskutieren können. Die andere Sorge, die uns mit Blick auf Europa umtreibt, ist eine Debatte, im Augenblick sogar eine Kampagne in Großbritannien und dem ungewissen Ausgang eines Referendums. Meine Position ist bekannt. Großbritannien, das UK, ist ein wichtiger Partner in der Europäischen Union und ich finde es notwendig, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt. Wir dürfen, glaube ich, nicht nur die Nachteile, die ein Brexit für Großbritannien hätte, aufzählen, sondern wir müssen uns auch selbst gewahr werden, welche Nachteile wir in Europa hätten, wenn die Briten sich zu einem Austritt entscheiden. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass es am Tag danach nicht 28-1 weitergeht, sondern dass das Dynamiken anstoßen könnte, die nicht ganz einfach wieder in den Griff zu kriegen sind. Also das sind große Herausforderungen, vor denen wir in Europa, in der Europäischen Union stehen. Ich habe deine Zeit in der europäischen Präsidentschaft in guter Erinnerung, ein erfolgreiches Halbjahr und ich bin gewiss, dass wir gemeinsam mit demselben Ziel nicht nur der Erhaltung, sondern nicht nur der Erhaltung der Europäischen Union, an der Erhaltung der Europäischen Union arbeiten, sondern auch dafür sorgen werden, dass wir aus dieser Krisensituation gestärkt hervorgehen. Über die Europäische Union zu reden, ist das eine, die Sicherheitssituation in Osteuropa ist das andere. Und da spielen zwei Themen eine Rolle, die wir eben auch besprochen haben. Der bevorstehende NATO-Gipfel auf der einen Seite und Ukraine auf der anderen Seite. Was NATO angeht und Sicherheit in Osteuropa, so glaube ich, haben wir in den letzten zwei Jahren deutlich unter Beweis gestellt, dass wir nicht nur die Veränderung der Sicherheitssituation erkennen, sondern aus dieser Erkenntnis auch Konsequenzen gezogen haben. Wir gehören zu denjenigen, die von Anfang an sich an den Reassurance-Maßnahmen hier im Osten Europas beteiligt haben. Ich glaube auch zu denjenigen, die am häufigsten in der Rotation beteiligt waren. Zweitens, auf dem wichtigen Wales-Gipfel mit Entscheidungen über die Stärkung der NATO hat Deutschland vor allen Dingen Verantwortung übernommen bei der Umsetzung wichtiger Elemente der Wales-Beschlüsse, der sogenannten Spearhead-Funktion. Und deshalb, glaube ich, kann man sich hier in Osteuropa und in den baltischen Staaten auch darauf verlassen, dass wir mit Blick auf den Warschau-Gipfel in
Warschau unsere Verantwortung kennen und danach handeln werden und unseren Beitrag zur Sicherheit in Osteuropa und der NATO insgesamt leisten. Ukraine, Licht und Schatten zur selben Zeit. Sicherlich haben wir es gestern sehr begrüßt, dass es zu einer Freilassung von Frau Schewtschenko gekommen ist, über die sehr lange gesprochen und verhandelt worden ist. Und ich habe gestern meine Hoffnung Ausdruck gegeben, dass diese Freilassung und die Rückkehr von Frau Schewtschenko in die Ukraine den gesamten Umsetzungsprozess von Minsk positiv befördern wird. Wir stecken mitten in den Umsetzungsverhandlungen, gegenwärtig gerade auf dem letzten Normandie-Treffen in Berlin im Gespräch mit den Außenministern Frankreichs, der Ukraine und Russlands über die Prinzipien eines Wahlgesetzes für die Ostukraine. Und zweitens natürlich der ebenso wichtigen Frage, wie begleiten wir eine Wahlgesetzgebung mit einer verbesserten Sicherheitslage in der Ostukraine. Dazu sind Vorschläge auf dem Tisch, die jetzt mit den Beteiligten, mit den Konfliktparteien verhandelt werden müssen. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, die Situation weiter zu beruhigen. Wo wir am Ende des Monats stehen, wenn in Europa über Sanktionen entschieden wird, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich konzentriere mich auf den Umsetzungsprozess Minsk. Und wir müssen dann sehen, wie weit wir in den nächsten Wochen dabei noch kommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ganz wenig Zeit. Daher, deutsche Seite stellt jetzt Ihre Frage. Christoph Sator von der Deutschen Presseagentur dpa mit einer Frage an Herrn Rinkevich. Eine Frage, die sich ausdrücklich nicht auf das heutige Gespräch bezieht. Aber man hört ja aus den baltischen Staaten, auch aus Lettland, immer mal wieder die Klage und die Sorge, dass Deutschland zu viel Rücksicht auf Russland nimmt. Das ist ein Eindruck, den man in Deutschland naturgemäß die meisten auf jeden Fall nicht teilen. Könnten Sie mal bitte erläutern, was Ihr Land an den Äußerungen aus Deutschland stört? Ja, Sie haben ja gerade die Antwort gegeben. Natürlich hat Deutschland solche Gedanken nicht. Das heißt, was soll ich hier noch viel ergänzen? Auf jeden Fall, das, was ich sagen möchte. Unsere Diskussionen in der NATO und in der EU und auch in den bilateralen Gesprächen, oder die wir im Rahmen solcher Besuche führen oder auch im unsere Kollegen Verteidigungsminister, wenn sie zusammentreffen, kürzlich ist auch unser Ministerpräsident Kuczynski in Deutschland gewesen, der auch Bundeskanzlerin getroffen hat. Da haben wir sehr offen über alle Fragen gesprochen, wo wir gewisse Risiken sehen. Zeitgleich würde ich sagen, dass das, was Deutschland seit 2014 und der Verschlechterung der Lage, der beträchtlichen Verschlechterung der Lage in Europa sicherheitsmäßig und bei der illegitimen Annexion von Krim schon getan hat und aktiv mitgewirkt hat, bei der Durchführung von verschiedenen Maßnahmen, die auf die Stärkung der militärischen Sicherheit gerichtet ist. Frank Walter hat gerade erwähnt, dass wir letztes Jahr ein besonderes Memorandum abgeschlossen haben über Medien, weil zugegeben, wir sehen wirklich Risiken in den Elementen der hybriden Kriegsführung, Propaganda, Informationsraum. Das sind alles Punkte, wo wir mit aktiver Unterstützung der deutschen Seite auf die Lösung dieser Fragen konzentrieren. Ich würde sagen, dass das Verständnis zu den Risiken, das haben unsere deutschen Kollegen. Ja, ich habe auch Fragen erwähnt, die wir heute besprochen haben. Wir haben viele Fragen und Sorge auch über Nord Stream 2. Und wir würden gerne hier sehen, und ich glaube, hier sind wir einer Meinung, dass europäische Regeln beachtet werden, egal ob es Nord oder Süden ist.
Aber ich glaube, ich würde sagen, wenn auch wir oft irgendein Drama in einer oder in der anderen Aussage, die in Deutschland oder in den baltischen Ländern getroffen wird, unser Risikoverständnis und Verständnis davon, wie man damit arbeitet, ist einheitlich genug. Es wird immer Nuancen oder Details geben zu einer oder anderen Frage, aber ich möchte hier keine Entgegenstellung sagen, dass wir hier in Riga diametrales, anderes gerichtetes Verständnis zwischen Berlin oder Riga hätten. Das heißt, Sie haben gewissermaßen in Ihrer Frage auch eine gewisse Antwort implementiert. Vielen Dank, Herr Minister. Lettisches Fernsehen. TV News, Mr. Steinmeier, regarding deploying extra NATO troops in the Baltic countries and Poland, maybe you can specify how will Germany participate in this? Not yet, because we have not yet taken the formal decision in the German cabinet. Therefore, I was saying we are knowing our responsibility and there is no doubt justified that we are acting following this responsibility. If I can just add, just to clarify this issue after foreign ministers meeting in Brussels at NATO format, there is a general agreement that member states will have their kind of internal national decisions due by the defense ministers meeting, and this is the subject for final approval by our heads of state and government in Warsaw. So there is time, but hearing from all our allies how seriously they are considering their contributions, I'm rather confident that we will have a lot of good news coming in relatively short time. Thanks from German side. Marcin Zatar von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch eine Frage zum NATO-Gipfel gerichtet an den lettischen Außenminister. Es gibt ja in den baltischen Staaten Forderungen, die über das hinausgehen, was sozusagen an verstärkter Rückversicherung ohnehin geplant ist in Warschau. Könnten Sie mal genau spezifizieren, welche Vorstellungen Sie haben, was da stattfinden soll an zusätzlicher maritimer Sicherheit, an Headquartern, die ausgebaut werden sollen, an Kommandostrukturen, an verstärkter Präsenz auf dem Boden, was NATO-Soldaten anbelangt. Vielen Dank. Ja. Hier würde ich sagen, dass wir mehrere Fragen besprochen haben. Zum einen habe ich in meiner Einführung schon erwähnt, dass wir der Auffassung sind, dass es notwendig wäre, dass in einem jeden baltischen Staat verstärkte Bataillone dabei sind, die von unseren Verbündeten gestellt werden. Es gibt dazu eine generelle Einigung, aber heute geschieht das, was, da ich früher selbst Staatssekretär im Verteidigungsministerium war, aber das haben wir damals Kräftegenerationsprozess genannt, weil es Verfahren in den Nationalstaaten gibt. Aber es gibt ein polnisches Verständnis dazu. Habe ich auch erwähnt, dass wir Luftschutz Verstärkung hier diese Maßnahmen betrachten sollten. Und drittens die Fragen, die Kommandoführungssysteme und diese Elemente betreffen, also NFIU und auch das maritime Element, das wir auch gerne sehen würden. Und das Letzte, was auch wichtig ist und wo im Dezember die NATO-Außenminister NATO-Strategie verabschiedet haben, das heißt Elemente der hybriden Kriegsführung, Ihre Unterstellung dem Artikel 5.
bezüglich der Elementen der hybriden Kriegsführung, ob das Cybersicherheit ist oder strategische Kommunikation oder anderes. Wir haben gewissen Fortschritt erreicht, wir setzen unsere Arbeit fort. Wir sehen hier ein weiteres Kontext und wir beraten uns weiterhin. Vielen Dank. Und jetzt letzte Frage an die lettische Seite. Hat lettische Seite eine Frage? Ja, dann einfach die letzte Frage. My question is for Mr. Steinmeier. We see that Russia increases its military powers and NATO increases its presence in Baltic states. And many analysts are saying that, it looks like the Cold War, some kind. How do you see the exit from this situation, this tense situation? Thank you for this question, because you know this was the main conflict during the last Munich conference in early February this year. And I myself, you know, my personal conviction is we are not re-entering in a Cold War situation, because the world now is much more complex than in the 60s and 70s. So therefore, there are a lot of reasons, even more than in the 70s, 80s, to find the right balance between what in NATO language is called deterrence on the one side and détente on the other side. And that was exactly what we were doing during the last NATO Council in Brussels last week. In a very serious discussion, what should be, you know, the part of dialogue in de-escalating the present situation. And I think, summing up this discussion and, not following every contribution, but I think summing up this discussion, I would say the NATO members are realizing that, first of all, we have a change in the security situation. Secondly, we have to strengthen our defense capacities. We have to show presence in those parts of the NATO territorium where, you know, the security situation is tense. But fourthly, I think there is a readiness in NATO to accept that beyond that, we are needing a sort of dialogue in two directions. First of all, risk reduction, and we have agreed on military-to-military contacts to create transparency about exercises, for instance, to avoid misunderstandings and to perhaps reactions which are created by misunderstandings. And secondly, to re-establish the NATO-Russia Council on ambassadors' level. That was not an easy discussion, but I think regarding our two discussions in late last year, I think December last year, and in the last week, there is growing acceptance that beyond our decisions about defense capacities, that we need a second pillar in which we are talking about dialogue, not having the illusion that dialogue itself creates solutions, but, as I said, to avoid misunderstandings, to create transparency, and to have at minimum an assessment where the other side is standing. Paldies, paldies par jūs. Vielen Dank.